Hi Leute, da sind wir wieder. Nein, die Reise beginnt. Oh, ich bin so müde. Nee, bin ach, das ist Lindwood. Ja, ach nee. Und wo ist hier ein Riesenskeck? Und wo ist hier ein Riesenskeck? Das werden wir wohl, denke ich, jetzt herausfinden. Ich mag Lindwood aber eigentlich ganz cool. Also so von den Pandora. Ja, du hast recht, stimmt. Orten finde ich Lindwood eigentlich ganz angenehm. Erinnert mich immer so ein bisschen an Pandora. An The Long. Pandora. Was meinst du? Ja, ist halt so ein bisschen Western-Feeling. Zug kommt. Long Dark wollte ich gerade sagen, weil es der Quatsch, der Lone Rider. ein komischer Spasti. Ups, er ist tot. Du gehst in die falsche Richtung, da lang, komm. Ach so, wo lang? Da lang. Okay. Können wir? Na komm, lass die Leute sein. Hatte ich vor. Oh, weißt du, was das ist? Das ist unser Hundi-Skeg. Der ist bestimmt riesig geworden. Oh, ja. Mach mal die kleinen Skeggies weg. Hä? Wie kann das denn sein, dass ich dem gerade nichts abgezogen habe? Weil du eine Giftwaffe gerade anhast. Das ist ein Giftskeg, glaube ich. Mach du mal, ich wechsle mal gerade. Feuer ist gegen die effektiv, weil halt Haut, Tiere. Deswegen wechsle ich jetzt auch wieder auf meine Feuerwaffe. So, I am ready. Ich wusste es. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Doch. Vielleicht müssen wir ihn ja auch nur beschützen oder sowas. Aber wir müssen ihn trampeln. Mist. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die Mutter diesen kleinen Skeg verlassen haben muss? Tukinus Mama. Ich habe gehört, Skeg-Mütter fressen ihre Jungen. Was geht ab hier? Ah, wir müssen ihn wirklich beschützen. Wow. Holy shit. Und spring! Oh. Heb mich auf, ich komm nach hinten gekrabbelt. Au. Warte, da müssen... Tötet was anderes. Ah, das bist du, Mist. Ich seh nix. Ja. Mist. Okay, sieht schlecht aus. Komm. Du musst dir das abgewöhnen, das mit der Rifle zu machen. Das klappt nicht, wenn du im Kämpfer um dein Leben Modus bist. Ja, wie gesagt, hol dir ein Dings. Was? Oh, ich weiß nicht mehr, wie es auf Raketenwerfer? Ja, genau. Okay. Behehre mich bald wieder. Komm jederzeit wieder. Was machen die denn hier? Okay. Jetzt warte doch mal kurz auf mich. Was suchst du denn gerade? Die andere Waffe, die ich gehabt habe, habe ich gesucht. Ach so. Ich habe wirklich keine vernünftige SMG mehr, ne? Das geht mir so auf den Wecker. Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal den Kammerschlüssel benutzen. Hä? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, warum wir keine SMG bekommen. Dafür müssen wir, glaube ich, diesen komischen Köter in diesem einen Dings farmen. Welchen Köter? Den Feuerhund, den Feuerskick. Weiß ich jetzt nicht, welchen du meinst. Dort, wo die Feuerdings-Quest war mit den Anhängern von Firehawk. Ach so. Boah, hat die wieder regeneriert komplett? Ja. Alter. Pass auf, wir dürfen nicht zusammenstehen. Hä? Wir dürfen am besten nicht zusammenstehen. Ja. Alter. Ich werfe mal ein paar Granaten. Oh, alles leer. Ich werfe vor allen Dingen du. Ey, hast du die jetzt nicht wieder aufge... Depp. Am besten nicht die Gegner umbringen, die anderen. Die Kleinen. Ja, klar. Und den Raketenwerfer hebe ich mir auch jetzt erstmal auf.
Einzige Schwachstelle ist wirklich das Maul. Ja, komm, dreh dich um, dreh dich um. Autsch, Schild weg. Vorsicht, aus dem Weg. Alter Falter! Ich guck mal, ob die andere Waffe schnell besser ist. Ja, dezent. Au, was ist das denn? Uah. Oh, war ja. Nicht? Kriegst du ihn kaputt? Ja, ja, ich. Danke. Jetzt ist aber gut, ey. Sehr schön, Iridium. Das ist für mich gewesen. Pech. Das war ein Ding-Skill. Nicht Skin, sondern so ein Skill-Ding. Oh, du Bastard da hinten. So. Guck mal, da freut sich jetzt Gag. Warte kurz. So. Du hast den Dämon von Lynchwood getötet und deine Belohnung eingefordert. Eine Sniper. Holy shit. Das okay, du kannst den Scheiß behalten, was auch immer es eben war. Ja, 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 ja. Alter. Was hast du für eine? Deine? Schi. Ja, die ist geil eigentlich. Du hast dieselbe, ne? Ja. Boah, krass. Nicht schlecht. Das ist echt ein Sniper, weil die hat kein Sniper-Dings. Jetzt hast du gerade auf Dukino geschossen. Nein, ich habe in die Luft geschossen. Na, die hat keinen Zoom. Siehst du das? Mhm. Was ist das denn? Das ist ein Sniper. Ohne Zoom? Tja, dann ist es halt so minimal. Oh. Hallo. Hallo, Baby. Roll, roll. Oh, ist der süß. Begib dich zum Arid Nexus. Oh, gutje, 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 gutje. Oh, der Aufzug geht jetzt weg. Gutje, 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 gutje. Jetzt bin ich gespannt, ob ich damit auch snipern kann irgendwie. Muss ich testen. Kommst du? Ja. Auf geht's. Blick. So, haben wir noch eine, weil das war ja gerade echt sehr kurz. Zeig mal, was du für ein Item hast. Also, was das für ein Item-Dings war. Ach so. Das war. So ein Kugelding. Wenn man das. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte das Kugelding, das ist der Artefakt. Ja, das Artefakt. Kämpfe um mein Leben 19%. Aber das ist. Erfahrung, mhm. Abklingzeit für was? Ach nee, Quatsch, ist für ein Popo. Okay, alles klar. Kannst alles verkaufen. So, jetzt warte mal. Ich suche mal was zum Snipern. Ich muss testen. Erstmal geben wir das ab, würde ich sagen. Yep. Na, ist der ein Gegner? Ja, da ist ein Gegner. Geht. Ist ein bisschen unerwartet so. Also damit. Aber hier, guck. Alle schießen! Keine Bewegung.
Scheiße! Zug! Sanctuary! Wir sind zurück. Dir jetzt mal vorstellen, wie die plötzlich so, wo ist der hin? Aber die Sniper, die hat einen geilen Schaden, aber damit kannst du nicht snipern, finde ich. Ja, das. Die ist mehr wie so eine. Ja. Pistole? Nee, mehr wie eine Pumpgun eigentlich vom Ziel her. Irgendwie komisch auf jeden Fall. Ich bin davon kein Fan. Weil vor allem der untere Teil, der steht einen voll im Weg. Man sieht von dem Gegner hinten nur so wenig. Also doch wieder leider meine alte. Willst du abgeben? Nein, ich gehe meinen Minecraft-Kopf gucken. Guter Plan. Was ist denn das 3NG13? Das hatte ich schon. Ja, aber zeig mal, ich will mal sehen. Minecraft! Süß. Warte. Wie geil. Hier, nichts Besonderes. Ach so, die Mülltonne war das. Genau. Voll schade, Roland ist tot. Ja. Um jemanden zu töten, der nicht gefesselt und geknebelt ist. Ich hoffe, hallo, hier ist ein Haufen Geld. Einfach so, weil ich dich gut leiden kann. Das ist ein Geschenk und stellt in keinster Weise einen Lohn für erbrachte Dienste dar, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen. Der ist so geil. Dein Geld ist 3000. Ich brauche B. Mehr Körperteile K. Sag jemandem, also kein Wort zu irgendjemandem. Der ist so cool. Okay, so, die Shotgun. 1000, 3000, 3000 Schaden. Macht auch 3000 Schaden plus Korrosion, kaufe ich mal. Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. Wird Zeit, die alte Pumpgun wegzuhammern. Versuch nicht zu sterben, wenn du noch lebst. Jetzt müssen wir Rackteile sammeln, das kriegen wir aber sowieso irgendwann nebenbei, oder? Du musst jetzt unbedingt Racks töten gehen. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht haben wir dann Level up. Oh, wir können Racks in Iridium Blight killen. Und da haben wir sowieso die anderen Quests. Bring dich um und auf zu Omas Haus. Ja, würde ich dann sowieso... Ja. Mehr haben wir jetzt auch nicht mehr offen an Quests, oder? Ja, aber warte mal noch, ich bin ja noch hier am Reisen. Ja, Leute, wir gehen Blumen pflücken. Für die Oma. Für die Oma. Von Jack. Weil er uns so sehr hasst. Für die Oma. Wenn ich sage die Oma, denke ich eigentlich immer, das ist jetzt total witzig, weiß ich, oder eigentlich auch nicht. Was, aber ich denke irgendwie immer an meine Hautpflegemarke. Ich nutze eigentlich Naturkosmetik Gertraud Gruber. Also Oma-Zeugs. Ja, Schleichwerbung. Ich sage dazu irgendwie, weil das wurde mir von meiner Schule empfohlen, der Ausbildung, die ich mache. Dann sagen wir immer Oma Gruber dazu, weil irgendwie. Das ist ein guter Tag. Ist das halt Oma Gruber? Oh, haben wir nicht voll. Oh, leck, das ist blöd. Was ist denn hier los? Wir müssen hier wieder eine Quest. Nee, nicht holen. Warum? Das ist noch so eine Oma-Quest. Nein, ist es nicht. Doch. Das war Markus, nein. So. Das war der Kundenservice und der ist auf Zeit. Und wir kennen das Gebiet noch nicht und der ist sowieso schon gescheitert, weil... Hallo. Ich find's so, warum man nicht... Was hat der denn für sich? Pfirsich. Gibt's noch Minecraft? Glaube nicht.
Ich hab, glaube ich, hab definitiv ein paar mehr Dingsfarben. Oh. Das sieht cool aus. So. Hier kann man nicht lang. Echt nicht? Aua! Oh, Brücke. Ja, okay, ja. Vielleicht sollten wir aussteigen und über die Brücke. Das muss ja irgendwo da links hier rüber gehen, da. Ich hab schon meine Gründe, weswegen ich selber fahre. Ich fand den Stunt cool. Was hast du denn jetzt kaputt gemacht? Ja, ich bin so eine Feuerpflanze rein. Wenn du mich jetzt da runtergeschubst hättest. Wir müssen irgendwie da hoch, ne? Wir müssen so oder so aussteigen. Ja, ich sehe schon. Ich vermute hier. Hm. Ah, cool. Hast du einen Weg hochgefunden? Nee, aber Zeug. Da stand Danger Keep Out und da ich mich an sowas nicht halte. Nein, fast geschafft. Ich weiß, wie es lang geht. Okay. Mount Hellfront. Da kurz. Ja, Skaralan ist wieder mal erkältet. Wie sollte es auch sonst anders sein? Ja. Oh, ich kann da mit dem Auto rüber. Weg da, ich fahre jetzt mit Vollgas runter. Juckt mich nicht. Bitteschön. Hast du toll gemacht. Wir haben es gleich geschafft, sind gleich da. Neues Catch Ride und Gegner. Ätzender Goliath. Das ist Hulk. Soll er auch kämpfen gegen die anderen? Wow, du Spasti. Aber wir wollten doch Kuchen backen, meinte er. Die ätzen sich da voll gegenseitig weiter, fertig. Oh. Ah, lass sie ruhig. Lass doch ruhig, was soll's. Wo bist du denn eigentlich schon wieder hin? Achso, du kommst jetzt erst. Der hat ihn gleich down. Oh, jetzt gerade er mich. Was ist denn hier los? Warum vibriert alles? Gute Frage. Dann gehen wir mal in die Richtung. So. Vulkanausbruch? Ich würde sagen, wir pflücken aber die Blumen, ne? Ja. Das ein Blümchen. Ich habe das Gefühl, kommt gleich irgendwo ein Komet runter oder so, oder der Vulkan bricht aus. Hm.
Das ist eine optionale Quest, ne? Die Blümchen bräuchten wir eigentlich nicht pflücken. Ja, aber das ist besser, wenn man das... Ja. Wenn schon, finde ich. Oh, da oben Gewitter. Mhm. Hab ein Blümchen. Juhu. Grandmas Haus. Töte Omas Angreifer. Warte mal, wir haben aber nur 4 von 5 Blumen. Wow. Sind da Banditen an Grandmas Haus? Du heilige Scheiße. Da ist noch einer hinter dir. So, da muss auch noch die Blume sein. Du, hast du? Ja. Hast die Banditen umgelegt? Okay, okay. Hoffentlich ist alles okay. What the fuck? Warte kurz, erstmal umsehen, nicht reingehen. Eine Granate, die nehme ich doch gern mit. Ja, gucken wir mal. Ach, wir müssen wirklich die andere Tür nehmen. Ja. Hintereingang. Irgendwie typisch. Da. Bitte schön, Ladies first. Neues Gefühl. Lol. Boah, die lädt so langsam nach, ne? So, oh, guck mal, eine Ex-Statue. Da war ein fettes Schild bei alles grün. Oh, wie süß. Omas Bass-Axt. Eine erzieherische Waffe, die von Handsome Jacks Großmutter verwendet wird. Ungefähr so schmerzhaft, wie sie aussieht. Okay. Danke für die Hilfe, Mann. Ich leg dich trotzdem um. Ja, man ist sehr ehrlich. Ja, so, wir haben die zum Abschließen und jetzt wählen wir aber noch die andere aus, die es runterspringen. Bring dich um. Oder tu es nicht. Oder tu es nicht, genau, weil das ist da hinten irgendwo, oder? Nee, da ganz im Norden. Sehr schön. Das war schon eine nette Quest. Die war cool, ja, warte. Wo soll das sein? Da oben, Norden. Norden, 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 Norden. Hm. Oh ja, wir sind recht nah. Oh, ja. Ich glaube, du hast dein Auto da unten geparkt. Mhm. Da steht es. Juhu. Und platsch. I like. Was hast du da gefunden? Ja, Geld. Ach so, ach, mein Schatz. Sehr schön. Hast du gut gefunden. Guck mal, ob hier ein Kammerzeichen ist oder sowas. Nee, ich habe nur Aschepunkte im Bild. Ich gehe jetzt dein Auto hijacken. Hm. Hallo Auto. Wir müssen eh durchlaufen, hast du toll gemacht. Ja klar, weil ich das auch voll wissen kann, weißt du? Yep.
Was sollen wir machen? Sollen wir uns umbringen? Klar. Oder nicht? Wir kriegen bestimmt, als ob der sein Versprechen einhält und uns eine Belohnung gibt. Ah. Krass. 1 von 3. Das war echt offensichtlich, hast du gut gefunden. Ja, so offensichtlich, dass du es übersehen hättest. Ja, ich hab da nicht hingeguckt. Peace off. Peace off. Ich geh mal gucken. Oh, da rennt er weg. Penner. Ich werde reich sein. Lol. Moment mal, wir können doch gar keinen Fallschaden sterben, oder? Nope. Aber trotzdem. Ja, warte, ich guck erstmal, ob da unten Lava ist, weil dann sterben wir natürlich wirklich. Ja, wir würden sterben. Dann warte mal eben. Oh, hier ist was Blaues. Und nicht diesen Knopf hier drücken, das würde, keine Ahnung. Wahrscheinlich explodieren wir dann und fliegen trotzdem runter. So, liebe Leute, wir machen einen kurzen Cut. Ich werde nämlich gucken, was mehr Sinn macht. Und was cooler ist. Ja, ich spoiler mich. Ich stehe wenigstens dazu. Bis gleich, ciao. Ich guck nicht mit. So, das immer wieder. Früher war ich in der Arbeit, Dora wie du, aber da habe ich eine Kugel ins Knie bekommen. Okay, also wir haben ein bisschen nachgeguckt und es macht voll keinen Unterschied. Aber ich werde trotzdem runterspringen. Und deswegen gebe ich ihm so ziemlich all mein Geld, bis auf... alles. Ja, 100, mach was. Tauschen. Kann man sich überhaupt regenerieren lassen, wenn man kein Geld hat? Ja, klar. Das ist ja immer nur prozentual. Okay. Have fun. Das gibt's nicht. Du hast dich also tatsächlich umgebracht. Geh zum schwarzen Brett, dann kriegst du dein Geld. Aber warte Sekunde noch. Egal, was passiert. Ich will nur, dass dir eins klar ist. Du bist käuflich. Du hast dich umgebracht, weil ich dich dafür bezahlt habe. Du bist eine Hure. Okay, ab mit dir. Ja, das ist, glaube ich, nichts Neues. Ich bin schließlich Kammerjäger. Da. Na komm. Bin Hast unterwegs. Du den Knopf gedrückt? Geht ja nicht. Achso, nee, ja, ist ja für jeden. Quest ist abgeschlossen. Mehr als abschließen geht nicht. Wo sind eigentlich die anderen Quests zum Annehmen hier? Und. Kann ich irgendwo Quests zum Annehmen? Ach, da unten. Hä? Was war das denn? Deine Fahrkunst. Ja. Wie lange müssen wir eigentlich die Folge jetzt machen? Ich habe keinen Plan. Mal gucken mal, vielleicht ist es eine Überlänge. Who knows? Let's see. Let's be surprised. Whatever. Und Surprise. Juhu. Yay, Indigo Lady, na also. Bringt dich um. Oh cool, Level up dafür. Tja, gestern Abend hatte ich einen in der Krone und musste an meine vielen unzufriedenen Kunden denken. Und da habe ich ein paar Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst mir die Schecks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich. Jede Minute zählt. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Danke für die Kohle. Die Genauigkeit verbessern. Okay. Und was willst du jetzt machen? Mein Freund,
warte, wir gucken jetzt mal, wo das alles ist. Aha. Wir haben 3 Minuten. Dann mache ich ja auch ein Auto, warte. Ich gehe die oberen 3 holen, du gehst die unteren 3. Was? So viele gibt's hier? Ja, weil mein eines Auto ist da doch schon geparkt, guck. Das darfst du nicht nach... Das ist meins. Ah, das ist deins, da gehe ich die unteren holen. Deal? Wo sind denn untere bei dir, bitteschön? Hm? Wo sind denn untere? Hier. Aha. Na, okay. Warte, warte, dann... Du bist doch... Also bist du da? Ja, du bist da. Okay. Warte. Na, wenn du nicht unbedingt fährst, liegst auf so ein Zeug wie Kurte, Airbags und Motoren, die dir nicht um die Ohren fliegen, wenn du zu viel Gas gibst, dann bist du... So, fahr du schon mal zum Ersten. Ich fähr direkt da. Ja. Okay, stopp. Da ist ein Briefkasten. Ja, warte, warte kurz. Ich muss gucken, wo ist das Nächste. Das hättest du jetzt auch ein Dings aufmachen können. Ja. So, kann's losgehen? Nein, noch nicht. Dann schieße ich hier erstmal alles weg. Ich kann gerade nicht auf deinen Bildschirm gucken, sonst. Boah. Die Rax musst du töten, oder? Alter, was ist denn jetzt hier? Hau ab da. Oh, du hast mein ganzes Geld. Hau dringend ab, du darfst nicht sterben. Ja, sehr toller Plan dann, bitteschön. Hab ich vergessen, Entschuldigung. Warte, ich komme. Das muss einfach schnell gehen. Entweder einfach mal rein kurz, das Ding... Warte, ich komme zu dir jetzt. Warum kann ich nicht zum Fahrzeug? Weil, keine Ahnung, das Auto kaputt ist. So, ich habe sie alle umgelegt und jetzt? Da ist noch einer. Ach. Das Ding ist, ich verstehe nicht, wie ich da unten hinkommen soll. Da ist kein Durchgang. Wie soll ich da hin? Oh, keine Ahnung. Ah, warte, das ist hier irgendwie. Ich muss doch in dein. Ich muss. Das kann anscheinend nur über deine Richtung fahren. Oh, ist das ätzend, ey. Nein! Boah, wie bist denn du gefahren? Ja, keine Ahnung. Ja, schön, dass du das nicht weißt. Wie du gerade gefahren. Da hinten über die Brücke? Boah, wie ätzend. Willst du mich verarschen? Geh mal Leben suchen. Noch nicht holen, ne? Nein. Ich hab Leben gefunden. Gut. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Ja, ich glaube, ich gehe richtig. Okay. Ja, da bist du ja schon beim Ersten. In der Nähe. Hä? Geh doch einfach zu Fuß hier zu dem und dann treffen wir uns am Catch a Ride. Nein, tue ich jetzt nicht. Ich hasse die Tatsache, dass die Minimap, dass man die nicht rauszoomen kann. Das finde ich extrem ätzend. So, meinetwegen so. Boah, leck, ey! Schluss jetzt, Mann!
Sorry, gerade ist schlecht. Und jetzt kack noch mal auf meinen Outrunner. Ey, wie viele denn noch? Ist jetzt mal gut? Mann! Ja, die sind ätzend. Hallo? Jetzt ist wirklich mal... Echt, ey, wie ätzend. Setz dich einfach wieder in den Auto und baller sich weg. Ja, aus dem Auto zu steigen war eine geile Idee, ey. Mann. Scheiß Penner. Ich hasse Rax so abgrundtief, ey. Mir sind diese scheiß Thresher, sind mir lieber als Rax. Ist jetzt mal Schluss? Ja. So, wo muss ich da jetzt lang, meine Fresse nochmal? Ich glaube hier, ne? Wahrscheinlich. Jetzt kommst du wieder zu mir. Ne, da komme ich doch her, oder nicht? Sag mal, bin ich denn hier voll? Sag mal, wo lang fährst du denn? Die Brücke geht's hier runter. Da, Brücke. Ja, aber da ist doch keine Brücke. Du hast doch die Brücke da rechts neben dir. Guck rechts, das da, diese Riesenbrücke ist das hier. Ich dachte, das ist die Brücke, von der ich komme. Ich habe hier absolut keine Orientierung. Ich finde die Map hier so dermaßen scheiße. So, da stehst du direkt vor. Ja, das sehe ich ja nicht, weil da ja so verwischt ist. Und guck, das deckt sich wahrscheinlich auch wieder nicht auf. Nee, natürlich, weil es da unten ist. Ey, dämlich. Ja, nee, da bin ich, siehst du, da bin ich wieder, wo ich herkomme. Da komme ich nicht durch. Da ist Wand. Dann ist es unten irgendwo rechts. Oh, meine Fresse, ey. Ich hab, ey, gleich gebe ich die Mission ab und mach sie nicht. Ich hab jetzt schon so die Faxen dicke, ey, weil ich hier absolut nicht weiß, wo ich hin muss. Echt. Ich irre hier eigentlich nur, wie dämlich in der Land. Ja, da unten rechts. Da runter. Ihr zwei. Schön, dass wir das mal geklärt hätten. Lass mich die mal gerade bitte noch. Boah, sonst noch was? Ihr Scheißwichser. Ganz im... Boah, ich stecke hier fest. Ich stecke im Auto zwischen den Dingern fest. Scheiß Penner. Ernsthaft mal. Was soll der keine vernünftige Waffe, weißt du? 1000 Lilane und keine vernünftige SMG. Ich meine, ich bin SMG-Kämpferin. Das Einzige, was ich finde, sind scheiß Sniper-Rifles. Und ich bin einfach mal kein Fernkämpfer. Und das geht mir wirklich auf den Sack. Mann. Ich hätte gerne mal wieder eine Waffe, die auch für meinen Charakter eigentlich gedacht ist. Das fände ich mal sehr toll. Welcher Bastard schießt jetzt noch auf mich? Ein Hyperion-Soldat. Mann, ey. Kann sich mal seinen Scheiß, weiß ich nicht, seine Pistole in den Arsch schieben und rumdrehen. Ich verstehe einfach nicht, warum ich hier keine Waffe für mich finde. Weißt du, 1000 lila Sachen und nichts für mich... Hier, ich mache null Schaden, selbst mit dem Raketenwerfer nicht. Es geht mir wirklich auf den Sack. Es geht mir richtig auf den Sack. Bin gerade echt so aggro, sorry. Aber... Das ist vielleicht nicht die beste Waffe für den einfach. Was? Alter, selbst in meinem Auto habe ich mir Schaden gemacht. Da kommt er gekrochen. Und noch ein Badass auch noch. Ja, genau. Man hat ja sonst nichts zu tun. Mann. Sag mal, seid ihr eigentlich alle... Wer denkt sich das eigentlich aus? Oh. Ja, toll. Toll. Oh. Mit dem Nachladen noch, weißt du? Mit dem Nachladen. Wahrscheinlich bin ich gleich Muni alle. Genau. Jetzt na... Oh. Genau, treff dann noch daneben. Ja, natürlich, natürlich. Ey, fick die Henne.
Dann machen wir mal keinen Schaden, genau, weil das macht ja voll viel Spaß. Und dann laden wir dann genau dann nach, wenn wir den Facelock haben. Das ist ja voll geil, es macht super Spaß. Naja, Scheiß es macht Wichser, auf jeden Fall mehr Schaden. Noch irgendwas? Nein, schön. Kann ich jetzt endlich den Briefkasten benutzen? Ich stehe auch nur rum. Was? Briefkasten. Halt jetzt mal die Fresse und lass mich mal in Ruhe da hinkommen, ey. Das ist sowas von genervt. Ja, mach. Hab ich schon. Hast du? Ja, hab ich schon. Sag das doch. Siehst du, und wir haben wieder 5 Minuten. Also wo ist dein dummes Problem damit? Wir haben genug Zeit. Scheiß Idee. Scheiß Idee. Ganz bescheuerte Idee. Brauchst einfach nur zum Letzten kommen, dann ist alles gut. Wo muss ich überhaupt hin? Keine Ahnung. So macht das natürlich Spaß. So. Nicht sterben, ehrlich. Bitte nicht sterben. Ja, ich bin noch dabei. Ich muss jetzt auch gucken, wo ich hin muss. Darunter. Und wie schaut's bei dir aus? Hast du alles? Keine Ahnung, nee. Naja, wir haben 7 Minuten. Hilfe ist geholfen. Pfirsich beruhigt mich. Total, das ist wieder. Oder jetzt darf ich dir noch mehr Pfirsiche machen und den Drummeckers. Weil der nächste, der mir hier auf den Sack geht, ne? So, fertig. Hab alle jetzt drei. Jetzt ist gut! Mann, ey! Kann doch nicht wahr sein! Was machen die denn da? Ja, wie komme ich denn da bitte rein? Eine wandelnde Zuckerpuppe. Es kommt. Ja, irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Hast du was gefunden? Keine Ahnung, ich muss irgendwie gucken, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich muss ich durch das fucking, ja, ist toll gemacht, Hyperion-Gebiet. Würde ich einfach mal mutmaßen. Wie das funktionieren soll, ist mir zwar gelinde gesagt ein Rätsel. Boah. Vor allem wie Markus die Scheiße hier hingebracht hat. Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Na also. Hast du gefunden? Ja, ich glaube. Ist hier irgendwo meine Heilungsstation? Nee, natürlich nicht. Ja, jetzt muss ich irgendwie da hoch. Toll, soll ich da hochkommen, ey? Da unten, so lang, glaube ich. Oder? Ja, was weiß ich. Das war ekel. Penner. Die Frage ist, ob du da hoch musst überhaupt. Ja, siehst du doch, dass es oben ist. Na gut, dann ist es halt oben. Warte, wir können da bestimmt weiterfahren. Ne, ich glaube, wir müssen da hoch. Mach du ruhig mal so.
Das Problem ist, ich habe super wenig Leben. Und jetzt kommen die ganzen Racks hinter dir her. Ach, sind nur Racks. Ja, toll. Machen Sie die Tür jetzt mal auf. Schildbord links. Wir müssen dahinter, ne? Ja. Kein Plan. Machen wir jetzt die Tür auf? Ja. Sehr schön. Wollen die mich jetzt verarschen? Oh, leck. Lol, ich bin drin. Du hast schon verloren! Wow. Scheiße! Warte. Na toll. Keine Muni. Komm schon. Maus, es wäre mir sehr viel lieber, wenn du diese... Damit die Quest nicht... Oh. Dann leb du mich auf. Du musst diese blöden Geschütze wieder ausschalten. Ich hab schon. Komm weg hier. Kein Bock hier zu sterben. Dankeschön. Ritterstattung, ein großer Gott. Ich trinke im ganzen Leben kein Ale mehr. Rack-Ale. Schluss jetzt, ey. Weg hier. Oh, das sieht ja geil aus. Ist ja auch mein Auto. Na komm, auf. Wohin weg? Ach so, das ist auch cool. Das ist ja direkt da oben. Wenn du da durchkommst. Ich komm da durch. Lol. Na ja, klar, dass die Wichser jetzt aufmachen, ey. Bitteschön. Mist. Da, wo Julia ist, eine SMG. Oh, das wäre mal was. Welche ist das die hier? Dankeschön. Bitte lass sie besser. Meine hat Feuerschaden und deine? Die hier? Welche willst du lieber haben? Feuerschaden oder Dings? Feuer wäre mir lieber. Dann nimm. Hier. Willst du meine? Ja. Moment. Meine hat Korrosion, ne? Da. Fertig. Willst du dein Geld wieder haben? Krass. Ja, gib mir mal Geld für da. So, fertig. Dankeschön. Bitteschön. Sorry, dass ich heute so genervt bin. Boah Gott, du explodierst ja richtig. Mhm. Du bist eine Tomate, die explodiert. Immerhin habe ich Pfirsich erstmal. Sicher? Mhm. Macht dich das happy? Daniel, Christian, Johannes, Horst, Siegfried, Knut. Die ist aber immer noch besser. Ich muss leider diese behalten. Ah, oh, die sieht gut aus. Zumindest kann ich mit der Waffe laufen. Passt schon. Zumindest kann ich mit der Waffe hier laufen, denn der anderen geht ja nicht. So, ich muss jetzt auch mal rappeln und ich mache jetzt wirklich Schluss mit der Folge für heute, denn jetzt geht es in der nächsten Story, in der nächsten Folge endlich mit der Hauptstory weiter. Wir haben ein paar Nebenquests gemacht, wir sind jetzt glaube ich mit allen soweit durch und jetzt heißt es einfach nur weitermachen. Bis dahin. Genau. Ciao. Ciao.